dass das, was gegen Verbrenner geführt wird, eine Schikane ist und eine Deindustrialisierung des europäischen Automobilstandortes, was wir gerade tun. Am Ende soll ja der einzelne Mensch keinen Arbeitsplatz mehr haben, sondern nur mehr von der Sozialleistung abhängig sein. Was? Da geht es ja in Wahrheit darum. Es geht ja den Menschen auch in dieser ganzen Klimawandeldebatte, geht es ja in Wahrheit ihnen nur die Freiheit zu nehmen. Es geht ihnen darum, die Freiheit zu nehmen, selbstständig zu entscheiden, ob ich auf ein E-Auto umsattel oder ob ich mit einem Verbrenner fahre. Nein, das macht in Zukunft die Politik. Es geht darum, in Zukunft Menschen zu brandmarken, weil sie Fleisch essen. Ja, die sind ganz schlechte Menschen, weil sie Fleisch essen. Die veganen Gerippe erklären uns die ganze Zeit, dass das ganz was Grausames ist und was Unsolidarisches ist. Wir sollen an den Waldrinden in Zukunft knappern. Und wenn wir keine Waldrinden haben, erklärt uns die Europäische Union, dann nennt es halt Würmer oder Ameisen. Also in Zukunft dürfen die Kühe nicht mehr gefressen werden und die Schweine aus der glücklichen Zucht, sondern wir sollen kleine Grillen und Heuschrecken essen. Ist ja lässig, was da gerade passiert. Die Nächsten sagen, du darfst dort nicht mehr arbeiten, weil das ist dann auch unsolidarisch, weil dieser Industriezweig, das ist ein Verpester und das ist was ganz was Fürchterliches. In der Automobilindustrie werden uns eh die Arbeitsplätze um die Ohren fliegen. Deutschland, Österreich, Europa wird gerade deindustrialisiert durch diese Klimawandeldebatte, nicht nur durch die Sanktionen in der Ukraine auch noch mit dazu. In Zukunft erklären uns dann diese kleinen Klimapampalatsch, die Uhu-Kleber auf der Straße, man darf nicht fliegen in den Urlaub. Wenn sie um 16 Uhr aufhören, sich ihre nackten Hintern auf den Asphalt zu kleben, dann fliegen sie eh in die Karibik, wie wir wissen. Die Heuchler, die Kleinen. Am Ende kriegt dann noch die Frau Greta Thunberg den Doktor der Theologie, nachdem sie es in der Schule nicht geschafft hat, wird sie jetzt Ehrendoktorin. Die Frau Lise Neubauer, Herr Dr. Bornmänner, guck nicht wieder in der Dating-App unterwegs sein auf Tinder. Candy Crush spielen. Nein, tun Sie mal zuhören. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner, und dann erklären Sie, in Berlin hätte eine Mehrheit sich eh entschieden für den Klimawandel oder für die Bekämpfung des Klimawandels. Von 3.645.000 Menschen in Berlin haben gerade einmal 400.000 sich hinter dem Ofen hervorlocken lassen. Tun Sie mal rechnen. 3.645.000 Menschen in dem Berlin, davon 2,2 vielleicht wohlberechtigt, haben sich davon 400.000 in dem Ofen vorlocken lassen. Herr Dr. Bornmänner, das ist keine Mehrheit. Wenn Landtagswahl in Berlin gewesen wäre, wäre es jetzt genau 21% gewesen. Das können Sie sich ausrechnen. Das sind genauso noch viele Stimmen, weniger haben dagegen gestimmt. Wie die SPD bei der letzten Herr Gross, Landtagswahl. Noch gestanden. Weniger haben dagegen gestimmt. Es hat in Wahrheit keinen interessiert. Wie bitte? Die Luisa Neubauer hat mit Millionen von US-Geldern und Spenden aus der Familie Getty, die offenbar ein riesiges Interesse daran haben, dass Deutschland die industrialisieren, Werbung gemacht, der öffentlich-rechtliche hat gesagt, jeder, der den Scheiß nicht unterschreibt, ist ein schlechter Mensch, gehört aus der Stadt ausgeschlossen. Alle Zeitungen haben sich eingehängt, die gesamte Schickeria, alle Y- bis Z-Promis, das ganze Dschungelcamp, so haben es ausgerammt. Die alle sagen, ja super, wir müssen gegen den Klimawandel sein, wir müssen gegen den Klimawandel sein. Also die ganzen Insektenfresser aus Australien sind da gekommen und haben gesagt, wir müssen gegen den Klimawandel sein. Und am Ende scheitert die Partie. Und am Ende wird das arme Gerippe, das Luischen, Diätberaterin von der Ricarda Lang, die in der Zwischenzeit allen Deutschen alles weg ist.